denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und deine Füße nicht an einen Stein stoßen. Hallo, ich bin Jens der Christ, und was ich eben vorgelesen habe, das steht in den Versen 11 und 12 im Psalm 91. Es gibt auch ein Lied von Helle Heinzmann, das heißt, wer auf Gott vertraut. Und das Lied ist auch unter dem Namen, denn er hat seinen Engeln befohlen, bekannt. In dem Lied geht es genau um diese beiden Verse aus Psalm 91. Gottes Engel beschützen uns Tag und Nacht, weil er das befohlen hat. Aber vielleicht bist du jetzt gerade in einer Situation, wo du das nicht glaubst. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du denkst, Gott, warum hast du mich verlassen? Ich brauche doch deine Hilfe jetzt gerade so sehr. Dein Schutz. Warum behüten mich deine Engel nicht? Und wenn du gerade in dieser Situation bist, dann liegt das daran, dass der Teufel in dein Leben eingreift. Aber trotzdem hat Gott seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen und zu behüten. Und um dich herum sind Dutzende von Engeln. Sie werden da sein, wenn du sie brauchst, und dich beschützen und behüten. Aber Gott lässt manchmal auch Anfechtungen zu, damit wir stark werden, damit wir im Glauben wachsen. Somit werden sie nicht immer sofort eingreifen. Wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, du bist zu schwach gegen den Teufel und du schaffst es nicht, dann kannst du jederzeit Gott darum bitten, dass er eingreift und seine Engel befiehlt, dir zu helfen und mit dir den Teufel aus deinem Leben zu vertreiben. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir zusammen zu beten und Gott zu bitten, dass er den Teufel aus deinem Leben vertreibt. Ich werde mit dem Gebet anfangen, dann eine kurze Pause machen und danach das Gebet abschließen. Ja, lieber Gott, es ist schön, dass du deinen Engeln befohlen hast, dass sie uns behüten sollen und uns beschützen sollen. Aber du siehst auch, dass es Menschen gibt, die gerade von Anfechtungen betroffen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Menschen hilfst. Gott, du hast jetzt all die Gebete gehört und die Bitten. Und ich möchte dich dafür bitten, dass du wirklich den Menschen hilfst, die deine Hilfe brauchen, in ihrer schweren Zeit, die sie gerade durchmachen. Und dass du ihnen vielleicht Menschen schickst, die ihnen dabei heraushelfen. Auch Menschen können manchmal Engel sein. Oder wenn es nicht anders geht, dass du da noch stärker eingreifst. Du wirst da schon den richtigen Weg finden. Und darum lege ich all diese Gebete in deine Hand. Amen.